Oh, den Quietscher habt ihr jetzt aber gehört, oder? Ich mach mal kurz ein bisschen leiser. Willkommen bei meiner Wenigkeit SK. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem Sonntagsstream. Ach man, ich bin wieder heute so übelst unvorbereitet, da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte noch bis zur letzten Minute etwas erledigen müssen, was nicht so schön war. Dazwischen musste ich noch essen und alles. Vorbereitung gab es mal wieder überhaupt keine. Aber wer benötigt auch schon Vorbereitung? Das ist, nee, sowas wie Thumbnail etc. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Ich werde noch ein kleines bisschen labern, bevor es hier richtig anfängt. Aber ich werde schon mal umschalten, damit man einen Fortschritt sieht. Damit man schon mal sieht, ah, okay. Ich bin schon mal in der zweiten Ebene der Existenz in der Unreal Engine angekommen. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, eine Unreal Engine aussuchen. Mir ist das egal. Vordergrund, Hintergrund. Wir werden heute ein bisschen Battle of Decay Survival und ein bisschen Battle of Decay machen. Bei Battle of Decay den Weihnachtsmarkt und bei Battle of Decay Survival werden wir eben so tun, als ob wir irgendwas machen. Aber in Wirklichkeit machen wir einfach den ganzen Tag nichts. Und dann werden wir auf einmal sagen, oh nein, das Release-Datum rückt näher. Und wer weiß, ob wir das noch hinbekommen. Und wir wissen einfach schon, dass es nichts wird, aber man kann ja mal so tun, als ob, wisst ihr, das ist halt, ja, die letzte verzweifelte Anstrengung, nur dass ich eben selber schon einfach weiß, wie es ausgehen wird, nur euch eben noch nicht spoilern will, ne, das ist halt wie bei so einer Netflix-Sendung, wo ihr einfach schon genau wisst, dass es eben, ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich wollte nur irgendwas sagen. Grüße gehen raus an der Stelle an Stefan, Metalplay, Melanie, Bruno, Moonwalker, KSTS, Wolfgang, JB, Frank Scheuer, Sebastian, Grimlock, Miss Chocolate, Nico, Hotfix, Sassi Bakker, CRS, Rainer, Dor, Kane, Didotech, Redner, Stylobix, Remo, May, Flori1224 und Alexander. Vielen lieben Dank für euren Support und für eure Unterstützung in der Kanalmitgliedschaft. Kanalmitglieder, das will ich immer noch sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, und auch Grüße gehen raus an alle Leute, die gerade im Chat sind, aber ihr bekommt gleich nochmal einen kleinen Durchlauf. Ich will das nur kurz mal hier zeigen, also ich kann es nicht zeigen, weil ist ein bisschen blöd, sonst sehen das ja alle auf einmal. Die Ente, Grüße gehen raus, vielen lieben Dank fürs Followen, Grüße gehen raus, herzlich willkommen in meiner Wenigkeit, der Sky, und herzlich willkommen in der Sky, das Einschaltungs-Community, vielen lieben Dank fürs Followen. Kurze Sache, Leute, wenn ihr Kanalmitglied seid, dann könnt ihr hier immer im Community-Tab die Sachen runterladen. Irgendwie gefühlt 99% der ganzen Kanalmitglieder, egal wie oft ich das sage, wissen das nicht. Und die haben dann einfach Sachen, die sie überhaupt nicht nutzen, obwohl sie dafür bezahlen. Also ehrlich, und wenn ihr irgendwie so ein Discord-Gedöns haben wollt, was ja hier in der Mitgliedschaft dabei steht, ja, dann könnt ihr mich auch einfach deswegen anschreiben. Das geht, ihr bezahlt dafür, nutzt es doch. So. Okay, jetzt haben wir das mal durchgenudelt, ne, hoffe ich mal. Okay, womit fangen wir an, ist die Frage. Die Unreal Engine 4.26 oder 4.27 und das hier werden wir gleich mal wieder raushauen, den CC-Setup. Ich habe so gedacht, vielleicht kriegen wir die Blend-Shapes von Character Creator in die Unreal Engine, aber dann ist mir aufgefallen, das gibt es ja gar nicht für die Unreal Engine, dafür muss ich ein extra Produktchen kaufen. Geil. Also ich habe ein Tutorial gefunden im Internet, wo das mit der Unity Engine erklärt ist, aber ja, das war natürlich... Oh, das sieht nach einem Leckerschmeckerchen aus. Oh, okay. Dann sieht das wohl nicht nach einem Leckerschmeckerchen aus. Ja, das Internet hat gesprochen, beziehungsweise das Zeugs hier. Das können wir schließen. Lasst mich hier kurz alles sortieren. Mein Internet war gerade richtig mies, weil, naja, das Tun an der Wand stand, will ich mal sagen. Ich habe das einfach 30 cm weiter nach rechts gestellt und auf einmal habe ich wieder grüne, 100%ige Internetverbindung. Nice one, oder? So, das hätten wir. Stefan, falls du jetzt gerade dabei bist, ich habe noch nicht geguckt, ist Stefan schon dabei? Stefan ist noch nicht dabei. I'm sorry. Warum wird hier bitte schön angezeigt, dass ich auf Restream nicht, egal, auf Twitch nicht sende? Stefan, wenn du gerade zuschauen solltest, ich gebe dir den Rang hier nach, okay? Ich habe das nämlich, oder, obwohl, warte mal. Du hast mir ja deinen Discord-Namen geschrieben. Der Service, Leute, der Service muss sein. Ich gucke nochmal kurz auf Dingens hier. Ich kann es auch erst morgen machen, hat er geschrieben. Okay, dann, achso, leider ohne mich. Ah ja, okay, warte mal, kannst du morgen mal solltest essen, oder? Wähle dich an. Ich werde noch ein bisschen bei der Arbeit gebaut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich gebe dir das dann direkt nach dem Stream, weil ich hatte echt keine Zeit mehr. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Arbeit, ne? Und eine ruhige Arbeitssession, will ich es mal nennen, ne? Der gute Herr arbeitet nämlich im Rettungsdienst und da ist das ja immer noch was ganz anderes, als wenn man jetzt hier irgendwie auf dem Arsch hockt und irgendwas macht. Ja, wir haben hier im Hintergrund Battle of Decay Survival und wir haben hier noch Battle of Decay normal, also das normale Battle of Decay mit dem Weihnachtsmarkt. Jetzt die Frage an euch, was sollen wir machen? Damit wir jetzt hier nicht irgendwie unnötig Ressourcen verschwenden, würde ich sogar schon fast behaupten, haben wir letztes Mal das Licht gelöscht, oder? Das Licht haben wir gelöscht. Ich werde die Lichter hier mal anlassen, wir werden die nachher aber ausschalten, weil es eben schwachsinnig irgendwo ist. Nachdem es ja keinen Strom gibt. Außer man würde hier einen Generator hinstellen, der 500 Milliarden Jahre läuft. ja, könnte man machen, sollte man nicht machen. Ich habe aber coole Bilder gemacht, also ein paar Referenzbilder, damit wir hier ein bisschen besser arbeiten können. Es muss aber noch viel getan werden. Ihr sagt, sollen wir gerade mit Battle of Decay anfangen, mit Battle of Decay Survival, mit Battle of Decay, also Weihnachtsmarkt oder Funktionen und so ein Mist, eben mal gucken. Ich wollte in Battle of Decay Survival noch einen neuen Sichtfilter, also einen neuen Post-Processing-Effekt ausprobieren. Ob das was wird, weiß ich nicht. Müssen wir eben schauen, das ist so die Sache, welche in Battle of Decay, und ich wollte halt noch die Türen hier ersetzen und ich wollte die Türen noch testen, ob der Sound jetzt hier richtig eingestellt ist, weil hier habe ich das Sounddesign der Türen gemacht. Genau. So viel dazu. Und bei Battle of Decay steht momentan halt nur der Weihnachtsmarkt an, denn aktuell hat tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, Battle of Decay Survival etwas mehr Priorität, weil, naja, die Deadline ist halt schon gefühlt bald und, das wird kritisch. Und ich habe natürlich wieder vollkommen unterschätzt, wie wenig Zeit ich habe durch eben die Bachelorarbeit, wo ich heute auch den ganzen Tag dran gehackt habe, um das Konstrukt, das Gerüst davon zu bauen. Ja, egal, wie auch immer. Chaos Melone und Mr. Philippa, Grüße gehen raus, willkommen im Stream. Mr. Philippa, ich zeige Ihnen gleich, was ich meine, okay? Ansonsten, Chaos Melone, willkommen im Stream. Philipp, willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's, wie steht's? Also, das ist jetzt auf euch alle bezogen. Wie geht's euch? Wie steht's bei euch? Ich hoffe, alles ist supidupi. Einen wunderschönen zweiten Advent. Wir haben noch den zweiten Advent, oder? Ja, wir definitiv. Und Philipp, nochmal vielen lieben Dank, ne? Ich erwähne jetzt hier nichts Großartiges im Stream, aber vielen lieben Dank. Ansonsten, Hunting Blizzard, was geht bei dir? Genau wie Machala und Mr. Squid, alles klar bei euch? Hat jemand schon den Devotion-Trailer gesehen? Sieht echt geil aus. Nee, Mann, keine Ahnung, keine Ahnung. So, Ambato, was geht bei dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Grüße gehen raus, willkommen im Stream, genau wie Micha und Division Software. Und, lass mich weiter scrollen. Ja, schönen zweiten Advent wünsche ich euch natürlich auch. Gell, Peter, willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Kommt denn BOD Survival dann rauskommen? Hä? Du meinst, wann das rauskommt oder meinst du, ob es rauskommt? Es wird definitiv rauskommen, ja. Michael, was geht bei dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Grüße gehen raus, willkommen im Stream. So, ich wünsche euch allen, wie gesagt, einen wunderschönen zweiten Advent. Das haben wir jetzt auch nochmal, klar. Oh. Schön. Okay, Micha hat's geregelt. Micha hat gesagt, es klappt doch. Ich war nur dumm. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Sorry, alles gut. Das war dann wohl mein Fehler. Blöd gelaufen. Dann lasst mich das kurz löschen. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir löschen das jetzt mal hier. Ah! Sekunde. Was war das? Warte mal. Ach, das war im Sound. Ich habe gerade gedacht, irgendwas geht hier voll in den Arsch. Habt ihr dieses richtig hochfrequente gehört? Wer baut denn sowas in einen Song rein? Geht ja mal gar nicht. Übelst uncool. Ich habe echt gedacht, irgendwas geht gerade bei meinem Bildschirm oder so kaputt. Eieiei. So, BOD normal. Ja, wie gesagt, müssen wir gucken. Ich mache heute nicht so viel BOD normal. Wir machen den Weihnachtsmarkt, denke ich mal, weiter. Ich muss halt kurz die Bilder raussuchen. Aber das will ich jetzt ausprobieren, Leute, weil das ist extrem cool. Also... Wenn natürlich da kein Interesse besteht, da kann ich dann heute leider nichts machen, I'm sorry, aber das ist eine Sache, das würde mich jetzt schon sehr interessieren. Bin am 3D-Modellieren, aber geh erstmal duschen. Dann viel Spaß beim Duschen, entspann dich gut und immer schön waschen. Ja, ich wollte schon sagen, man hat ziemlich gerochen, ne? Also, nein, Quatsch. Und dann würde ich mal sagen, bis später, ja? Und, Import Morph Targets, eieiei. Ich habe nichts gesagt, Leute. Alles ist gut, ich liebe Character Creator, alles supidupi. Bitte verklagt mich nicht. Achso, warte mal. Ja, mach einfach. Gib ihm. Wo war es? Wann es rauskommt, habe mich immer ein bisschen verschrieben. Also eigentlich war geplant Ende Dezember. Ich bin mir nur nicht sicher, inwiefern wir das jetzt, sag ich mal, umsetzen können. Also ich könnte theoretischerweise für die Leute, die es interessiert, auch in meinem eigenen Store schon mal ein paar Keys verkaufen. So ist das nicht. Und ein bisschen Battle of Decay Survival dort verkaufen. Nur, ich weiß nicht, inwiefern ich zu der Early Access, wie ich sie haben will, kommen will. Weil es fehlen noch ein paar Level, Cutscenes und so ein Scheiß. Und I'm sorry für die Ausdrucksweise, aber man kann gar nichts mehr anderes dazu sagen. Und deswegen versuche ich jetzt einfach gerade mit den Morph-Targets das zu machen, damit wir Cutscenes direkt in der Unreal Engine machen können. So muss Mr. Philippa nur noch simple Bewegungen machen und ich kann dann halt direkt, ne. Das würde Ihnen natürlich auch Zeit ersparen, Mr. Philippa, wenn das hier klappen würde. Okay, lass mich gucken. Ich bin echt gespannt, wenn das jetzt klappt. Ich glaub's nicht. Ist ja geil. Micha hat uns wieder gerettet. Micha, das ist doch Zufall, ne? Dass du jetzt hier wieder erscheinst und instant wieder hier sowas rausknüppeln kannst, das ist also heftig. Vielen lieben Dank, das ist ja, du hast mir gerade echt den Arsch gerettet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hängt da ein Popel drinne? Ne? Okay, sehr gut, hängt kein Popel drinne. Ansonsten, wieso ist der Bart so schwarz? Das verstehe ich nicht. Der Bart sollte eigentlich nicht schwarz sein. Okay, lass mich mal kurz gucken. Ui, 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 ui. Sehr schön, okay. Das können wir auf 0 setzen, was ich benötige. Open. Auch nicht. Oh Gott, das ist... Okay, das wird jetzt komplizierter. Ach du Scheiße. Wir müssen das jetzt alles irgendwie einstellen auf das wunderbare Apple AR Kit. Nicht AI, AR Kit. Was ist das überhaupt? Okay, aber wenn das klappt, das wäre ja schon mal not bad at all. Ich finde es aber gut, dass man die Barthaare gefühlt bewegen kann. Mhm. Wir müssen damit ein bisschen rumspielen. Hier, Mouth. Mouth. Open. Junge! Was ist das denn? Das geht da? Ja, okay, man kann das bei sich selber auch machen, diesen Move, aber ich weiß nicht. Tobias, Grüße gehen raus, willkommen zu dem Schiss eingeschaltet hast. Wann kommt eure Werke-Video? Ist in der Mache, ist in der Mache. Mr. Squid, morgen kommt das, morgen. Habe ich vollkommen verpeilt, weil ich, wie gesagt, gerade voll in, dem Shit drinne bin. Ja, das ist, ich meine, das ist mega cool, das einzustellen. Das wird, also, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde einfach heulen. Aber, okay, das ist schon nice. Tongue out. Kiefer. Dental Lip. Ach, das ist... Okay, das ist zwar unzutreffend, aber das ist cool. Ja, ich glaube, Leute, wir können damit... Wir können damit arbeiten, definitiv. Eye Blink. Das ist sehr, sehr gut. Eye Blink. Das ist... Hä? Achso, ich habe die weiter eingestellt. Ja, das ist blöd. Eye Blink. Ja, das ist gut. Okay, damit können wir arbeiten, Leute. Der ist geil, gibt bestimmt Moff-Target für die Zähne, oder? Ja, es gibt die für die Zähne, ich muss sie erstmal nur finden. Das muss ja auch unter T sein. Oh, ich glaube, der kriegt gerade einen Schlaganfall oder so. Ah, nee, doch nicht, sah nur so aus. Der Bart stört mich irgendwie jetzt gerade. Wir hätten das als Textur machen, also ich hätte das als Textur machen sollen. Mouth. Teeth. Ist das nicht so geschrieben? Hm. Okay, man kann hiermit schon einiges machen. Das ist, Aber wo ist das mit den Zähnen, Leute? Ich denke, wir müssen erstmal den Mund irgendwie aufmachen, damit wir es überhaupt finden. Dental... Nee, Dental Lip war es. Ne, Dental. Vielleicht müssen wir statt Teeth Dental... Nee, Dental. Oh mein Gott. Auto. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken einfach selber. Mhm. Schreibt mal in den Chat, sollen wir mal ein bisschen mit dem Typen hier reden? Sollen wir das mal einstellen, damit wir den Mund bewegen können? Schreibt mir es in den Chat rein, dann tue ich kurz mal das Ganze aktivieren. Dann muss ich nur mal kurz was nachgucken. Bonenkiefer wählen. Teeth. Ja, so finde ich das gut. Das ist halt, bei ihm ist was schief gegangen. Nee, okay, alles klar. Ja, so können wir es natürlich auch machen, ne? Marco, was geht bei dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Grüße gehen raus. Willkommen im Stream. Ich hoffe, ich habe kein Überlesen. Ich wollte gerade schon gesagt, überlebt sagen. Ja, genau. Tobias, wir sind gerade hier mit den Charaktern dran. 1. Ich denke, 1 heißt ja, ne? 0 ist dann letztendlich nein. Okay. Ja, es soll halt... nicht so krass High Quality sein. Kleidung können wir ja dann noch machen entsprechend. Ja, Kleidung können wir ja easy eigentlich anpassen, würde ich meinen, ne? Auf das Skeleton. Mr. Philippa, geht das easy? Ich weiß das nicht, ich sag das so leicht, aber unter Umständen ist es ja nicht easy. Materials. Mich stört dieser Bart. Ich sag, wie es ist. Transparency, Low Quality. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen nochmal hier drauf. Asset Details, da haben wir es. Und ich will den Bart. Ich will den Bart. Low Quality Instance. Ja gut, für ein Video können wir eigentlich auch High Quality nutzen. Ich meine, spielt ja keine Rolle. Das werden wir sowieso richtig downscalen. Würde mich nur mal interessieren, ob wir hier die Farbe einstellen können. Nee, nicht wirklich. Oder? Nee. Mm-mm. Irgendwo geht das bestimmt, Leute. Ich muss nur kurz gucken. Floatant Base Color. Ja, okay, das ist schwarz. Was will man da großartig einstellen? Wisst ihr, was ich meine? So, Transparency Instance. Können wir nicht einfach hier die Transparency... Aha, das ist ja... Das sieht schon mal besser aus. Leute, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Also, okay, die Augenbrauen noch. Aha. Das sieht generell richtig mit diesem Dizzer... Das sieht, naja... Semi, so lala, irgendwie so aus. Eins, okay. Ganzen Kiefer öffnen den Mund. Achso, ganzen Kiefer öffnen den Mund mit den Zähnen. Ah, okay, alles gut, okay, perfekt. Aber wenn das hier auf Automatic steht, sollte das ja eigentlich auch schon automatisch funktionieren, schätze ich. Frank, der Tankwart. Ja, das ist so ein Typ, das ist eigentlich nur ein Testcharakter. Ich mache nachher was anderes, das habe ich Mr. Philippa schon erzählt. Werde ich jetzt hier nicht machen, ich bin ein böser Mensch. Okay. Dann werden wir mal loslegen, würde ich meinen, ne? Mailchar 1 Test. Also. AnimBP. Wir machen einen Animation Blueprint, um diesem Charakter letztendlich irgendeine Funktion zu geben. Ich muss jetzt echt mal genau überlegen, wie das nochmal ging. Aber werden wir gleich rausfinden. Ja, Peter, das Problem ist... obwohl, was heißt das Problem? Ich will natürlich eigene Kleidung haben. Ich sag mir, wir werden das sowieso noch downscalen, das hier abfilmen und dann letztendlich ein bisschen downscalen für eine Cutscene. Ich starte dann schon mal das Gerät. So. Sehr gut. Hier fügen wir... Also wir haben hier oben den Animation Craft und den Event Craft. Und beide werden wir benutzen. Bei dem wunderbaren AnimCraft werden wir mal hier einen Live-Link, eine Live-Link-Pose hinzufügen. Mehr benötigen wir da eigentlich jetzt gerade gar nicht, weil wir haben ja keine Animation, die hier durchgenudelt werden soll. Und beim Event-Craft werden wir auch einen Live-Link, lass mich mal kurz gucken, Evaluate Live-Link-Frame. Da haben wir es. Subject werden wir später machen. Okay, Subject werden wir hier auch setzen. Rolle benötigen wir nicht. Sehr schön. Okay. So viel dazu. Als nächstes machen wir ein Blueprint. Obwohl, ich habe das da eigentlich schon gemacht. Leute, ich habe das eigentlich schon gemacht. Sekunde. Die Frage ist, wo? Ah, hier. Oh, bitte nicht wundern, ich bin hier nebenbei noch was am Trinken. Muss man hier mal gucken. Genau, hier habe ich das genauso gemacht. Hier haben wir das auch so gemacht. Das war korrekt. Hier habe ich noch nicht die Basic... Also brauchen wir doch eine Roll, okay. Live-Link, Basic Roll, was auch immer. Jetzt benötigen wir aber noch das Blueprint. Ich muss nur suchen, wo ich das jetzt hingepackt habe. Dummerweise weiß ich das leider nicht mehr. Ah. Aha. Das hier müssen wir benutzen. Ich würde sogar fast sagen, wir tun dieses Blueprint mal in den neuen Ordner reinschieben, weil das einfach nur dämlich ist, wenn man es nicht macht. So, Content, CC. Okay, öffnen. Browse. Wo sind jetzt meine CC-Characters? Da, Move. Genau. Der Live-Link Remap, der sorgt letztendlich nur dafür, dass spezielle Dinge eben auf das Apple AR Kit umgesetzt werden oder hinzugefügt werden, ja. Und hier müssen wir Return Values nehmen, um das auf unseren Charakter zu übertragen. Was wir jetzt machen werden, ist mal erstmal hier iPhone, also Apple AR Kit, Facial. Irgendwo war das hier, ne? Und wir müssen jetzt nach diesem blöden Node suchen. Face Tracking Configuration, Face Tracking. Micha, yes, genau das ist es. Ja gut, man muss ja nicht so, ich meine, das ist ja keine Arbeit, ne? Das Einzige, was halbwegs Arbeit ist, ist halt hier das eher. Nur wir müssen ja erstmal hier diese Namen finden.